Willkommen zurück zu Okami. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir eine neue Fähigkeit erhalten. Die Fähigkeit Reben zu beschwören und uns an höhere Orte zu ziehen. Und eigentlich habe ich euch ja, oder wollte ich euch darauf heiß machen, was sich im Inneren, im Kopf dieser großen Statue befindet. Aber ja, wir sind, wie ihr seht, wieder wo ganz anders. Wir sind wieder an der Stelle, wo wir diese Murmel auf den Schalter schieben mussten. Denn hier gibt es noch etwas zu finden für uns, jetzt wo wir die neue Fähigkeit haben. Und zwar hier oben. Ja. Ich sollte jetzt schon so deichseln, dass die beide im Bild sind. So. Hoch mit dir! Hier oben ist noch etwas versteckt. Etwas, das sich wirklich lohnt. Eine verstreute Perle. Damit dürften wir eigentlich alle besonderen Schätze der Zusa-Ruin haben. Sprich, alle Perlen. Ich schaue jetzt nochmal kurz hier auf der anderen Seite. Ist hier noch was? Hier ist noch was zum Buddeln. Das dürfte ein Kleeblatt sein. Yay. Glück. Sehr schön. Jetzt trete ich hier den Rückweg an. Wollte ich schon Rückzug sagen, aber eine Flucht ist es in dem Sinne eigentlich nicht. Ja, ihr seht, es sind keine Gegner nachgekommen. Denn ja, die Ruinen haben wir an sich gereinigt. Absolut gegnerfrei. Zumindest an den Orten, wo wir bisher waren. Ich sehe gerade, ich habe hier noch was vergessen. Ein bisschen Sake. Und mir traue ich zu, dass ich auf der anderen Seite auch noch was liegen habe lassen, oder? Oder? Hm? Wow, wer schießt denn? Ach so, da ist ja noch so ein böses Bäumchen da oben drauf. Schade, zu dir komme ich jetzt aber nicht hoch, um das Zeug einzusammeln. Eppala. Ich nehme lieber noch schnell das mit und dann widmen wir uns wieder dem, bei dem wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ja, Zeit wieder auf die Statue zu klettern. Ja, erstmal kurz darüber schwimmen. So, wo haben wir denn unsere Blüte? Unsere Transportblüte. Da ist sie doch. Das nenne ich einen Expresslift. So, und die noch. Nö. Komm schon, jetzt hat. Ja, man sollte auch das treffen, was man verbinden will. So. Nochmal die ganze Klettertour nach oben. Ja, und dann wollen wir doch mal gucken, was der große Junge hier, also die Statue, so in der Birne hat. Und ich habe mich gerade verdrückt. Leute, bis gleich. Ich schneide das mal kurz. So, Leute, da bin ich wieder. Der Eingang in den Schädel der Statue ist immer noch offen. Da wagen wir uns jetzt mal runter.
Wir werden erstmal empfangen von jeder Menge Statuen und einem Speicherpunkt. Wer immer der Künstler war, seine Werke sind ganz nett, aber ich bin auf das scharf, was ich in den Statuen verbirgt. Ja, jede Menge Lebensmittel und ich kann halt echt einfach nicht mehr zeichnen. Das ärgert mich gerade selber ein bisschen. Machen wir es halt auf die alte Tour. So. Aufräumen. Für den Magen ist das hier wirklich eine gute Stelle zum Auffüllen. Viel Kram auf einen Schlag. Und die Börse dankt einen auch. Die nächste Runde. Ja, ich will jetzt kein Kunstkritiker sein, aber tut mir leid. Es muss einfach sein. Sodale. Ja, wir sind hier in der Statue. Das hier sind wohl die Augen von innen. Und genau dazwischen ein Speicherpunkt. Passt irgendwie. Und das da oben? Ist fast das wie ein drittes Auge. Oder ein Pickel. Gut, ja, das wollte ich jetzt nicht. Ach ja, stimmt ja. Wenn wir hier zurück auf das Symbol in der Mitte gehen, auf diesen Lichtstrahl, werden wir Zelda-typisch wieder nach oben transportiert. Ich könnte jetzt hier wieder alles abmähen, aber ich finde, einmal reicht, oder? Wir wollen nicht wissen, was da drin ist. Oh. Die Musik schlägt um. Wie die umschlägt. Guckt euch das an. Riesige Spinnnetze. Das verheißt echt nichts Gutes. Gut, aber erstmal die Truhen. Göttlichkeitstipps. Und ein Heilknochen. Bahnt sich doch was an, oder? Oh, da hängen sogar Schädel in dem Netz. Seht ihr das? Oh, noch mehr Gebeine. Diese Höhle hat viele Opfer gefordert, glaube ich. Ja, und ich treffe die Kerze in der Mitte. Super. Da wollte ich doch eigentlich. Genau. Da kann man auch noch mal sich auffrischen mit Vorräten. Das große Tor öffnet sich. Wir gehen da wirklich rein? Wirklich? Bist du dir wirklich sicher? Ich habe hierbei ein ganz schlechtes Gefühl. Was ist hinter dieser Tür? Bist du sicher, dass wir bereit sind? Vielleicht sollten wir noch einmal nach draußen gehen. Nein, Isun, wir sind soweit. Wir gehen uns da durch und stellen uns der größten Bedrohung in den Susa-Ruin. Alles klar, lass uns gehen. Erst handeln, dann denken. Ja, das passt zu dir. Ein goldenes Tor. Sieh, Emmy. Dort ist ein goldenes Tor. Es wird alle Erinnerungen aufheben.
von dem, was du schon getan hast, wenn du hindurchschreitest. Auf diese Weise kannst du, falls du mal sterben solltest, von diesem Punkt weitermachen. Es ist ein Freifahrtschein, um von dieser Stelle mit dem Spiel weiterzumachen, falls du mal etwas vergeigst. Aber es gibt auch Beschränkungen. Die gespeicherten Erinnerungen werden weggewischt, wenn du das Spiel beendest. Wenn du einen Ursprungsspiegel benutzt, um das Spiel zu speichern, dann werden deine Erinnerungen dorthin gebracht. Beide Möglichkeiten, das Passieren eines goldenen Tores oder das Speichern an einem Ursprungsspiegel, erlauben dir, deine Abenteuer fortzusetzen. Nun, dann können wir jetzt durchgehen. Kurzum, das hier ist ein Checkpoint, falls wir in dem Bereich dahinter draufgehen sollten. Erinnerungen all deiner Taten sind ins goldene Tor gespeichert. Ja, ihr seht, es kam kein Speicherbildschirm. Dieser Speicher ist nur temporär, bis wir das Spiel ausmachen oder halt einen normalen Speicherspiegel benutzen. Aber was ist hier? Aua. Aua. Gut gemacht, Fake Noil. Ich sage andauernd, du sollst nicht rumträumen. Hey. Hat sich etwas bewegt? Blitzmerker. Wow. Guck dir mal diese große alte Blume an. Vielleicht sind wir hier auf etwas gestoßen. Solche Blumen sind normalerweise voller Schätze. Hey, ist das da unten ein Hund? Was zum... Isun! Weg da! Das war knapp. Hey, lass mich raus! Ich bin schon wieder mit deinem Wasser beschmiert. Wir haben gerade andere Probleme, Isun. Guck doch, was da vor uns ist. Hey, guck dir diesen Schatten an. Ich sehe 8. Warte, das kann nicht sein. Bist du dieser Hund, der hier herumschnüffelt? Ich werde nicht erlauben, dass du die triumphale Rückkehr meines Meisters ruinierst. Darf ich vorstellen, die Spinnkönigin? Deine Nase in Angelegenheiten zu stecken, die dich nichts angehen, wird dich umbringen. Sprich deine letzten Worte, Narr! Gott, ist das denn groß? Und hässlich! Wie kannst du es wagen? Und ist normalerweise nicht auf meiner Speisekarte. Aber ich werde bei dir eine Ausnahme machen. Was redest du da? Ich habe den Hund gesehen, den du verputzt hast. Und nebenbei, das hier ist kein Hund, sondern eine Göttin. Nanu, die Bestie kann sprechen. Und dann, ich werde dich zurückschicken. Von wo du gekommen bist, es wird nicht wehtun. Bleib einfach für einen Moment kurz stehen.
Damit, Leute, es ist Zeit für den ersten Bosskampf gegen die Spinnenkönigin. Na komm, Große, was hast du so drauf? Okay, wir setzen Fahnenschuss ein, was schon mal eine richtig lame Attacke ist. Aber boah, seht ihr, das ist überall gepanzert, wir können hier nichts anhaben. Und diese, die läuft auf Händen. Oh, ekliges Vieh. Na komm. Gut. Ich werde euch mal verraten, wie die Gute funktioniert. Der Knackpunkt bei ihr ist, hier den Hintern aufzureißen. Wortwörtlich. Diese alte Hexe spuckt weiter diese ekligen Dinge aus. Willst du hier sitzen bleiben und sie einfach gewähren lassen? Ja, hast schon recht. Sie kann man auch zerstören. Was ich eigentlich wollte ist... Okay, sie ist kurz gestunt. Auch gut. Man kann es aber auch so machen, wenn sie steht. Ja, jetzt einfach wieder die Ranken verbinden. Mit genug Ranken reißen wir ihr den, ja, ich sag mal Hintern. klingt besser. Dann können wir ihre Innereien verkloppen. Jetzt hier noch ein Kraftstreich und ich sollte abhauen. Ja, das war genau noch rechtzeitig. Lady, hast du nicht mehr drauf? Na komm. Das ist alles, was du drauf hast. Dein Fadenschuss schockt mich nicht. Im Gegenteil. Ich kann dir schon mal einen Faden verpassen. Die Gute wird sich jetzt zwar wehren, um den wieder wegzukriegen, aber... verdammt, ist außerhalb des Bildes. Aber den da kriege ich hin. Zack. Aha. Langt es schon? Ja. Ihr seht, es klappt auch im Stehen. Schieben hier noch einen Kraftstreich rein. Schön. Müssen die Dinger hier einfach... War schlecht. Müssen die Dinger nur zerstören hier. Inneren Augäpfel. Komm schon, ich will noch mehr Schaden reinhauen. Oh. Jetzt kam ich nicht rechtzeitig raus. Na, Lady, wirst du langsam sauer? Aber ich finde sie trotzdem sowas von eklig. Langweil mich nicht mit deinem Fadenschuss. Damit kannst du keinen mehr beeindrucken. So. Flupp. Oh, es lässt noch Sachen regnen. Also, Sach. Stalagmiten. Schön fest der Triff. Schon. Weg, 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 weg. Und. Ja. An sich ein. Ja, doch leichter Boss. Aber ich finde sowas von stylisch. Wow. Okay, du hast noch mehr drauf. Den Angriff kann ich, glaube ich, noch gar nicht von dir. Na komm. Zeig mir, wie cool du bist. Nicht, wie gute Sache hochwirken kannst. Schade. Ich hätte gern noch ihren Rammangriff gezeigt. Die Gute kann nämlich, wenn sie will, richtig schnell sein. Hallo? War doch schon ein Treffer. Dann nehmen wir eben die noch mit dazu. Ah, zu spät. Gut, ich brauche keinen. Ja. Oh, jetzt hat es losgerissen. Hat sich losgerissen. Und Gute, zeige noch deinen Rammangriff. Mir zuliebe. Wow. Ja, gut. Boah, mich doch verfehlt. So. Nummer zwei. Oh yeah. So, da drüben ist das letzte, die letzte. Und Kraftstreich rein. Und jetzt hat. Komm schon, komm schon.
Das war's. Die Queen ist down. Und so war Amaterasu in der Lage, die rebenbedeckten Ruinen zu durchqueren und die darin lauernde Spinnkönigin zu besiegen. Der hässliche Spinnkörper verwandelte sich in eine wunderschöne Blüte und ein Gefühl der Ruhe verbreitete sich in den Ruinen. Innerhalb der schönen Blüte war ein winziger und wehrloser Hund, den die schreckliche Spinnkönigin vorher verschlungen hatte. Gerade als alles anfing, sich zu beruhigen, erschien knurrendes Biest, eine Waffe, die lange Zeit von der Magie der Spinnkönigin versiegelt worden war, vor den Augen von Amaterasu. Knurrendes Biest, eine neue Waffe, ein neuer, noch stärkerer Spiegel. Göttliches Instrument erhalten. Knurrendes Biest. Ein Spiegel mit dem Siegel des Biestes verleiht die Tintenkugelkraft. Die Spinnkönigin hatte eine heilige Waffe versteckt. Diese hinterlistige Althexe. Vielleicht werden wir mehr Waffen erhalten, wenn wir mehr Monster besiegen. Oh, ich kann es kaum abwarten, zu sehen, was diese Waffe kann. Aber sieh dir das an, Emmy. Der Hund schläft nur. Ich frage mich, ob das Umme ist. Du weißt schon, der Hund, den das Kind gesucht hat. Lass ihn uns zurückbringen, wenn er aufwacht. Aber zuerst? Wie wär's mit einem schönen Siegesgeheul? Damit wächst du ihn vielleicht auf. Oh yeah! Möchtest du das Spiel speichern? Ja, und damit beende ich diesen Part. Leute, das war Okami, der erste Dungeon, die Zusa-Ruinen.